Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wollen wir mal ein großes Kräuterhähnchen machen. Dazu haben wir eine Hähnchenkeule, wieder eine schöne Bio-Hähnchenkeule. Dann haben wir einen gewürzten Salbei, Majoran, das ist ein Goldmajoran, den ich habe, Rosmarin, Thymian, Paprika, Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl. Und eine Knoblauchzehe, hole ich noch gleich dazu. Zuerst nehmen wir hier Paprika, habe ich schon mal drin. Schön Pfeffer dazu. Und ordentlich Meersalz hinein. Ne? Tropfen Öl dazu. Na, klebt euch jetzt auch noch. Einfach zu einpinseln, ist das gleich gedacht. Ne? So, haben wir die Knoblauchzehe hab ich geholt. Die habe ich abgewaschen. Warum? Weil wir die mit Schale verwenden. Dann drücken die einfach an. Gebt da schon mal die Auflaufform rein. So, jetzt habt ihr das Hähnchen. Das ist da. Nee, ist Haut. Damit das Hähnchen schneller brät, versuche ich mal den Knochen euch zu zeigen, wie man das rausmacht. Ne? Ist nicht ganz so einfach. Muss man da nicht machen, ne? Aber könnt ihr ja mal probieren. Hm? Ich schneide hier einfach entlang mit einem scharfen Messer. Zwei Seiten entlang. Dann kann man da drunter fassen. Hier schneidet man da entlang. Mal hier. Jetzt stoßen wir hier aufs Gelenk. Ne? Guck mal hier, ganz einfach. Gehen wir einfach weiter mit dem Messer. So trennen wir hier das Gelenk. Das war's schon. Man könnte das weitere jetzt auch noch aufschneiden. Ich schneide es nur mal ein Stück an. So. Und lege es frei. Wir kriegen einfach dadurch mehr Gewürz ans Hähnchen ran. So. So. Gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Dann unsere Gewürzmarinade. Binden wir mal ein. Setzen wir das mal von innen. So. Dann drehen wir das Ganze. Dann öffnen wir die Haut. Wir gehen zwischen Haut und Fleisch. Einfach mit dem Finger, das geht einfach ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn es ausgelöst ist, geht es sehr leicht. Da, etwas Gewürz drunter pinseln. Rosmarin da rein. Das ist ziemlich groß, deswegen gehe ich da ganz tief rein. So, den Majoran. Thymian mit rein. Salbeiblatt ist so ein großes, ne? So ein österreichischer Bergsalbei. Mach das ein bisschen kleiner hier. So, decken das Ganze wieder ab. Setzen es am besten so auf, diese Knoblauch drauf. Das könnt ihr mit durchkochen. Ein bisschen Geschmack bringt das noch, aber halt nicht mehr viel. Und dann kräftig einpinseln. Habe ich zu wenig gemacht, aber ich glaube es reicht. Okay, alles reinpinseln. Wir wollen ja auch nichts vergeuden. Ja, so geht das Ganze. Na, ich glaube 35 Minuten im Backofen. Wenn nicht, sage ich euch nachher, wie es geworden ist. Ne? So, hier haben wir unser großes Kräuterhähnchen. 35 Minuten war es auch drin. Hört ihr es hier? Hört man das knacken? Ja, ne? Das ist schön. So. Hier raus. Schneiden wir es mal an. Und gucken, wie es aussieht. Oh, das duftet hier auch noch Kräuter oder Knoblauch, ne? So, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ne? Durch das Trennen
dieser Schicht, das wird auch beim, bei der Peking-Ente so gemacht, dadurch erreicht man dieses Krosse auch. So. Ja, ganz einfaches Gericht. Guten Appetit, wünsche euch euer Biokoch.